Willkommen zurück zu Let's Play Lego Star Wars The Skywalker Saga zu Folge 100. 100 Folgen läuft dieses Let's Play jetzt schon. Und wir sind noch lange nicht fertig. So, wir sammeln dann jetzt aber mal weiter Kyberschnellen ein. Ah, ich sehe schon. Nummer 1. Brauchen wir mehrere oder nur einer? Ja, nee, 4 brauchen wir. 2. Gib mir 2. Wo ist Nummer 3 und 4? Ach, ja, nee, den hatten wir ja eben schon. Ach, da. Und Nummer 4. 1, 2, 2, 3. 3, mach schnell. So, und 4. Ach, das sammelt sich gleich schon ein. Jetzt, komm auch her. Körperstand. So, Beute im Bunker. So, was? Okay, hier gibt es nur einen Körperstein und den sehen wir dort vorne ja schon. Jemand hat bei der Behandlung dieser 3 Patienten gepfuscht. Leider verbietet es mir meine Programmierung, die Behandlung ohne Zustimmung der Patienten zu ändern. Aber ihr könntet das für mich tun. Durch euch könnte ich ungeahnte Macht ausüben. Und Leben retten. Ja, gut, wo finden wir denn die Lichter? Medikamente verabreicht. Gefahr. Bitte erneut versuchen. Ja, bitte erneut versuchen. Dann sag mir hier, wo die Lichter dafür sind. Was? Warum ist hier ein Bild von einem Wookie? Aha. Hat gar nichts mit Lichtern zu tun, sondern mit diesen Symbolen. Er braucht das. Er braucht das. Nee. Doch. Keine Ahnung. Er bekommt das. Und sie bekommt... Ah, hier vorne ist... Und er bekommt das Gelbe. Das war auf dem zweiten, auf dem dritten. Und was bekommt sie? Ich habe keine Ahnung. Wir geben ihr mal das Grüne. Auch wenn das komisch wäre. Das ist nicht sie dort auf dem Bild. Falsche Medikamente verabreicht. Ja, wusste ich doch. Bitte erneut versuchen. Dann bekommt sie das. Ah, so. Wollte ich hier eigentlich schon von Anfang an geben. War mir dann aber doch unsicher. Ja, jetzt müssen wir uns den Kapuschen auch noch bauen. Die dunkle Seite der Macht wird mich diese Aufgabe Bagdabürde. So, dann... Hier vorne war noch ein Eingang. Und hier hinten ist auch noch ein Körper. Achso. Diese Energiezelle. Ich habe ja vorhin, als wir vor dem Gebäude standen, irgendwas hier gesehen. Was unten links auf der Karte angezeigt wird. Brauchen wir eine Energiezelle oder brauchen wir eine Schlüsselkarte? Okay. Wir brauchen die Schlüsselkarte, keine Energiezelle. Dann setzen wir die da mal rein. Ja, entsetzen. So. Die Karte auf die Qua. Ich frage mich immer noch, ob ich das richtig ausspreche.
den Planetennamen. Vermutlich aber eher nicht. Wie habe ich das jetzt gemacht? Hör auf, den Charakter zu wechseln. Du sollst schon der Imperator bleiben. So, dann gehen wir mal hier rein und... Ich habe alles versucht, aber diese Tür geht einfach nicht auf. Und bei der Kundendienst-Hotline hebt keiner ab. Ich denke, die Sicherung muss ausgetauscht werden. Hier muss irgendwo noch eine neue sein. Ja, dann suchen wir die mal. Verflixte Technik. Mit dir reden wir gleich. Finde ich nicht. Wir sind jetzt hier im Kreis gelaufen. Ach, dort vorne ist noch was. Hier. Und da ist sie auch drin. Dann nur noch einsetzen und wir können... Einsetzen, nicht daneben setzen. Und wir können uns das Schiff holen. Das gehört den Sith. Welches Schiff ist das denn? Ah, okay. Ich habe eine Sternenkarte hier in der Basis versteckt. Leider zu gut. Ich finde sie beim besten Willen nicht mehr. Aber sie muss hier irgendwo sein. Vergangenheits-Cadel wusste wohl, wie vergesslich Zukunfts-Cadel ist. Deshalb gibt es sogar einen Hinweis auf das Versteck. Leider verstehe ich ihn nicht. Kannst du mir helfen? Sie versteht ihren eigenen Hinweis nicht. Lass, danke. Der Hinweis ist in diesem Datalog. Sieh mal, ob du daraus schlau wirst. Wundern beim Widerstand. Folgst du meinem Signal, dann serviere ich den nächsten Hinweis. Ist es jetzt hier unten drin? Oder oben? Draußen. Wir gehen mal raus. Und hoffen, dass wir es da finden. Weil dann... Ah, ja, hier wird was angezeigt. Ja, okay. Ja, hier wäre ich auch hingelaufen. Wenn du den nächsten Hinweis suchst, pass gut auf. Verlauf dich nicht, sonst siehst du den Wald vor lauter Bäumen nicht. Gut, dann weiß ich auch, wo wir da jetzt hin müssen. Steht hier irgendwo ein Fahrzeug rum, womit wir schneller sind? Ja, hier. Das Hologrammfahrzeug. Ja, komm. Rück dich durch. Komm. Ja, du. Ja, wir schaffen das. Nur noch ein kleines Stück. Wir stecken fest, dann laufen wir halt weiter. So, dann laufen wir weiter. Und hier in der Höhle. Hältst du diese Suche für eine kranke Idee? Lass dich nicht weiter so behandeln und such den nächsten Hinweis. Okay. Ich hätte eine Idee. Das Fahrzeug. Ich glaube nicht, dass das einen Rückwärtsgang hat, deswegen lassen wir das damals stecken. Da vorne ist auch noch irgendwo ein Kalberstein. Wir können ja hier kurz mal durchgehen, müssen ja eh auf die andere Seite. Da vorne ist zu. Natürlich ist da zu. Da geht's ja auch nach unten. Warum geht es in zwei Gebäuden nach unten? So, hier geht es nicht nach unten. Nee. Ja, hier rein. Und dann liegt das hier irgendwo. Anderer Lagerraum. Ja, hier. Bis zum letzten Hinweis ist dein Motor sicher warm gelaufen. Hoffentlich gibt es vorher keine Panne. Dann könnte ich mir auch vorstellen, wo wir dafür hin müssen.
Nämlich dort vorne hin. Da vorne. Ist ja gut versteckt. Liegt ja einfach offen rum. Hätte sich jederzeit jeder ganz einfach holen können. Also dieses Fahrzeug stand da vorhin noch nicht. Meine Sternenkarte! Du hast sie gefunden! Ich wusste doch, dass man sich auf dich und dein helles Köpfchen verlassen kann. Moment. Kann man doch immer. Moment. Hört sich nicht gut an. Okay. Du solltest den Ort des Schatzes jetzt auf deiner Karte haben. Oh, Schatz. Nimm ihn ruhig. Und danke für deine Hilfe. Im Gegensatz zu allem anderen werde ich das nicht vergessen. Hoffentlich. Wir haben jetzt einen Schatz auf unserer Karte. Gut, wir holen uns jetzt aber erstmal hier vorne noch die Kabelscheine. Achso, hier unten rein. Stimmt, ja. Was fehlt denn hier noch? Ein Charakter und vier Kerbersteine. Wie kommen wir hier rein? Vielleicht hier unten irgendwo. Wir gehen mal hier lang. Links sich an. Ach so, hier, die sind miteinander verbunden. Bis zum Let. Warum fliegt das hier? Warum ist das hier? So. Und da haben wir schon den Kalberstein. Begrenzte Macht. Ich habe vorher gesehen, dass ich das finden würde. Na gut, auch wenn wir hier auf die Qua noch lange nicht fertig sind, ich wollte mich in diesem Part Ich dachte, wir hätten in auf Coruscant weniger. Ich wollte mich eigentlich darauf mehr konzentrieren. In diesem Part. Aber da, aber ja gut, den Uscrew-Bezirk haben wir ja schon. Gut, dann machen wir hier doch, dann machen wir das hier doch fertig. Möglicherweise. Wenn ich da irgendwie reinkomme. Gut, dann gucken wir erstmal nach diesem Körperschein. Und das ist auch der letzte Charakter. Ah, natürlich, natürlich. Und das haben wir bestimmt nicht. Mein Kumpel hat den Lagerraum mit einem Code verschlossen und ist nach Tatooine geflogen, um die Cantina-Band in Mos Eisley zu sehen. Schön und gut. Aber dann hat sich der Schwachkopf von einer Patrouille fangen und den Code abnehmen lassen. Na toll. Ich habe keine Zeit. Ich stecke bis zum nicht vorhandenen Hals in Reparaturarbeiten. Und wenn die nicht fertig werden, wird irgendwas passieren. Bin ich Hellseher? Und ausgerechnet heute macht mein Assistent blau. Könnt ihr diesen Faulpelz für mich auftreiben und ihm Feuer unterm Hintern machen? Können wir. Damit tut ihr mir einen riesen Gefallen. Danke. Gebt ihm einfach dieses Datenprotokoll hier. Ich zeige euch, wie er aussieht. Nicht ohne meine Flachzange. Das ist er. Ihr erkennt ihn bestimmt sofort an seiner lustlosen und widerwilligen Ausstrahlung und am Werkzeug. Er macht immer irgendwelchen Blödsinn damit. So, dort vorne wird dir schon irgendwas angezeigt. Ein Droide braucht Hilfe?
Nicht von mir. Ich habe in Druidenkunde nicht genau aufgepasst. Aber kann er sich nicht einfach ein paar zusätzliche Arme dran stecken? Nicht der. Kishala Rasha. Reparaturen? Da bin ich der Letzte, den du fragen solltest. Seit dem Debakel mit Kankan, tanzenden Astomechs, haben sie mir verboten, Werkzeug anzufassen. Da vorne steht noch einer, mit dem wir reden können. Eine. Ich weiß, wen du meinst. Den Typ, der mit seinen Werkzeugen spielt, anstatt zu arbeiten, oder? Der geht öfter zum Jonglieren oder schlafen in den Bunker da. Ist er da nicht gerade schon lang gerannt? Nee, doch nicht. Eine Pause machen. Arbeiten. Da rechts. Was? Eine Nachricht vom Boss? Oje, das heißt nichts Gutes. Ich erspare dir das Geschimpfe und lese sie lieber allein. Dann. Ja? Ah, okay. Ich dachte, ich kann gehen. Hey, kein Grund, persönlich zu werden. Also, wenn ich das mache, könnte ich damit definitiv nichts mehr reparieren, oder? Also, kurz gesagt, der Boss ist nicht glücklich. Ich mache mich besser schnellstmöglich auf den Weg zu ihm. Danke für die Info, Kumpel. Nicht ohne meine Flachzange abgeschlossen. So, dann gucken wir jetzt hier mal nach. Okay, Charaktere haben wir dann jetzt alle. Aber Puzzle, da fehlen noch welche. Tatooine. Oh, das war doch nach Tatooine, oder? Nee, doch nicht. Er hat sich abfangen lassen. Aber der hat nicht gesagt, wohin wir jetzt mit dem... wo er sich abfangen lassen hat, glaube ich. Wir reden nochmal mit dem. Doch nicht. Mein Kumpel hat den Lagerraum mit einem Code verschlossen und schön und gut. Aber dann hat sich der Schwachkopf von einer Partie... Okay, vielleicht ist er ja immer noch auf Tatooine. Wir machen dann aber vorher noch mal kurz die vorletzte Aufgabe. Ja, vorletzte. Weltraum? Oh, okay. Stopp! Falscher Planet. So, das hier. Druidendresseur. Dressur. Hilft mir nicht. Ich sehe dort auch keinen Eingang für C3PO. Wir gehen mal auf dem Dach gucken. Nochmal, ob es hier vielleicht einen Eingang gibt. Sieht aber nicht danach aus. Na gut, dann... Nee. Gut, dann... Machen wir jetzt das im Weltraum. Und danach fliegen wir nach Tatooine. So, auf welchem Planeten sollen wir denn? Wir fliegen anscheinend erstmal in den Weltraum. Dort vorne ist irgendwas. Oh, dann vorbei. Oh. Wir haben ihn eingesammelt. Oder? Ja doch, der war ja. Der schwebte hier einfach so rum. So, Tatooine, Mos Eisley. Mal gucken, ob wir ihn da antreffen.
das, was wir dann heute, das, was wir dann in diesem Part nicht schaffen, auf Dequa, das werden wir dann definitiv im nächsten Part machen. Also wenn wir ihn jetzt hier nicht finden, dann werden wir auf irgendeinen Planeten reisen, wo wir noch nicht waren. Wo wir noch nicht waren und da alles machen. Sobald wir kommen. Aber ich glaube nicht, dass wir ihn wieder finden, oder? Ach, dran vorbeigelaufen. Will die Musik noch lauter werden? Da ist er nicht. Wir gehen auf irgendeinen anderen Planet. Das ist mir viel zu laut da drin. Wir können die Musik doch auch mal leiser stellen. So. Dann machen wir doch Coruscant. Da fehlt ja noch ein Charakter. Im Uscrew-Bezirk. Ich weiß gar nicht mehr, was man dafür machen muss. Aber dann werden wir jetzt in den zum Senatsbezirk fliegen. Reisen. Und dort so viel machen, wie wir in diesem Part hinbekommen. Sobald wir gelandet sind, gucken wir auch mal nach. Was denn genau fehlt? Oh, im Uscrew-Bezirk. Ich habe das nämlich schon wieder vergessen. Auch wenn es noch gar nicht so lange her ist, dass wir dort waren. Ach so. Das war das. Gut. Senatsbezirk machen wir aber noch nicht direkt. Wir wollen jetzt erstmal zum Jedi-Tempel. Glaube ich. Seid ihr bereit für die Fahrt? Wir sind ein unabhängiges Droidentaxi. Okay, das ist alles das Gleiche. Kein Problem. Glaube ich. Der Jedi-Tempel ist natürlich direkt dort vorne. Ach, wir machen doch erstmal hier. Wo fangen wir an? Mit dem Körperstein hier oben. Als wir da irgendwie rankommen. Ja, von hier. Also wenn man schon mit dem Fahrzeug sich hier, wenn man schon mit dem Fahrzeug überall hier hinreisen kann, die dunkle Seite der Macht, dann wird das anscheinend sehr groß hier sein. Ja, nein, da oben ran. So. Was sollte das denn? Toll, schön runtergesprungen bist du. Dann nochmal hoch. Okay, da kommt Luft raus. Nicht runter. Los, wir haben keine Zeit dafür. Und schnell dran vorbei. Ah, das war knapp. Nicht runter. Aua. Palpatine, du solltest die Blitze doch aushalten können. Bring doch mal hoch, jetzt bekommt er gar nichts mehr hin. Ich möchte doch nur diesen Kalberstein haben. Und jetzt müssen wir auch noch warten, dann warten wir halt hier. Achso, nee, wir können doch etwas höher. Ich glaube, der Imperator möchte den Kalberstein dort oben nicht haben. Ja. Möchte er nicht, so auf der, wie er jetzt schon runtergesprungen ist. Ach, egal, hoch da. Hauptsache, wir haben die nun. Jetzt springt er nicht nochmal runter.
Das gehört dem Baumelbezirk. So, jetzt kannst du hier runterspringen. Wie viele Charaktere gibt es hier nochmal? 10. Okay, 3 Schiffe. Dann gehen wir direkt mal hier links rein. Hier ist eine Mission. Padmes Wohnung. So, wo ist die Karte? Ach, geh doch weg. Die ist da draußen. Wie soll ich da denn hinkommen? Kann ich die Scheibe vielleicht zerstören? Nein, wie soll ich da rauskommen? Achso, hier vorne. Ja, doch, von hier aus. Ja, nein. Das will ich nicht. Mission machen wir in diesem Part nicht. So, mitkommen und bloß nicht fallen lassen. Die werden wir nie wiederfinden, wenn sie da runterfällt. Gut. Wer sucht die nun? Warum ist da eine unsichtbare Wand, die einen runterrutschen lässt? Da ist doch definitiv genug Platz zum Stehen. Achso, hier rechts muss hier rein, stimmt. Und Kalberstein. Padmes Penthouse. Ach, okay, hier vorne sind wir letztens schon dran vorbeigelaufen. Aber ich hab nicht. Wir haben sie nicht geöffnet. Ich hatte kurz darüber nachgedacht, aber habe es dann doch gelassen, aus irgendeinem Grund. Schicke Statue. Ihr könnt nicht ernsthaft erwarten, dass ich mich für sowas hergebe. Und hier vorne ist irgendwo ein Schiff. Hier. Großartig! Wieder ausgesperrt! Nun, zum Glück habe ich eine Ersatzfernbedienung. Ich sehe da oben schon ein Kabel. Also gut, das hat nicht funktioniert. Wenn das so weitergeht, verkaufe ich heute kein einziges Schiff mehr. Ich muss unbedingt den Ausstellungsraum aufkriegen. Ja, dann machen wir das. Heißt es dann, dass wir ihm ein Schiff klauen oder dass er uns ein Schiff schenkt? So oder so, wir werden ein Schiff bekommen. Hallo, wechsel den Charakter, hallo. Ich drücke hier doch die Taste. Hallo? Hallo, ich kann den Charakter nicht mehr wechseln. Ja, gut. Was ist das denn jetzt? Oh, Spiel, was soll das denn jetzt? Ich kann den Charakter gar nicht mehr wechseln. Kann ich den so wechseln? Jetzt geht's. Vielen Dank dafür, Spiel. Ich kann kurzzeitig den Charakter nicht mehr wechseln. Ich verstehe, was man hier machen soll. Jetzt muss man das nur noch hinbekommen. So. Und sein Laden öffnet sich wieder. Jetzt kann ich wieder Schiffe verkaufen. Ja, wir holen uns dann direkt mal eins ab, aber nicht zum Kaufen. Wir bekommen das ja gratis, hoffentlich. Wenn er sich weigert, dann nehmen wir uns das halt einfach. Danke, dass ihr den Raum aufbekommen habt. Hier, nehmt das. Geht aufs Haus. Ist zwar kein N1-Sternjäger, aber dafür ist er kostenlos. Na dann, nehmen wir den doch gerne.
keine Leuchte. Ich habe vorhergesehen, dass ich das finden würde. ARC 170 Sternenjäger. So, das Gebiet hier ist sehr groß. Und hoch. Betonkopf. Ah, verdammt. War aber gar nicht so schlecht. Ich hoffe mal, die anderen bleiben oben. War ja klar. Aber wir haben ihn ja hier eh gebraucht. Oder wir brauchen ihn hier ja eh, um Kisten zu stapeln. Also ist das schon okay, dass er jetzt, dass er uns gefolgt ist. Für jemanden mit meiner Macht und meinem Wissen. Vielleicht reichen zwei ja schon. Ja, reichen schon. Nicht stoßen. So, wir gehen dann da nochmal die Treppen hoch. So, da rein gehen wir jetzt noch nicht. Und so funktioniert das auch nicht. Okay, ich verstehe nicht, wie ich das machen soll, glaube ich. Naja, der gute... Oh, ups. Also wir sollen... Ja doch, das ist doch gar nicht so schwer, möglicherweise. Gibt es hier noch irgendwas anderes, was ich mir da hinstellen kann? Ja, damit können wir auch noch ein bisschen höher gewinnen. Wenn wir das kurz abstellen. Ja, nicht da drauf. Runter mit der Kiste. Dann kommt das. Da oben drauf. Dann kommt die Kiste da drauf. Und dann rutscht die hoffentlich auch nicht mehr, weil da Gewicht drauf ist. Und dann springen wir daneben. Ja, toll, toll. Er macht den Doppelsprung, ohne überhaupt einmal gesprungen zu sein. Jetzt. Oben bleiben. Warum ist der unten? Stopp. Wenn wir hier rausspringen, springen wir dann hoch? Nein, überhaupt nicht. Kann man da draufstehen? Naja. Man kann auf der Kanone vorne draufstehen. Wir nehmen uns das Teil dann mal mit. Das ist ja auch groß. Und trampelt nebenbei noch alles platt. So, dann muss dein Parater auch mal hinterherkommen. Klar, dass das wieder despawnt. Dann laufen wir damit nochmal ganz kurz hoch. Und dieses Mal wechseln wir nicht den Charakter alle aus dem Weg. Wer noch davor steht, wird platt getrampelt. Man hört es immer so schön, wenn wir über irgendwen rüberrennen. Sehen tun wir es leider nicht, weil die Kamera dafür zu blöd platziert ist. So, aber nun stehen wir hier. Ja, doch, das passt, das passt. Und wenn wir kurz davor sind, runterzufallen, dann können wir uns da ganz schnell reinsetzen.
Oh, das ist da aber sehr nah am Abgrund. So, das ist doch schon besser. Du hast ja irgendwas unterm Fuß kleben. Er kann auch noch einen Doppelsprung machen. Ja, doch, das sollte auch funktionieren. So, da haben wir den Körperstein. Klasse Kiste. Runter damit. Noch fast den Imperator damit erschlagen. Hier vorne ist nichts mehr, okay. Da unten war der Gangen vor ein paar Folgen eingesperrt. Dann gucken wir erstmal hier vorne. So, du kommst her. Fehlen nur noch 8. Ich glaube nicht, dass wir so weit kommen. Oh. Wir kommen doch so weit. Hochhausschütze. Die dunkle Seite der Macht wird mich diese Aufgabe. Jetzt müssen wir da nur noch kurz hochgehen. So, ganz einfach. Die Kisten, die da stehen, braucht man gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob man dort unten rein kann. Wir machen aber erstmal das hier. Das könnte wehtun. Doch nicht, wir sind schnell genug. Wir halten mal kurz. Aua. Ja, gut, stopp. Dass uns das noch getroffen hat. Wie kommt der hier schon hoch? Macht das anders. Hier vorne ist ein 10.000er dort. Und wie kommen wir da jetzt hoch? Ach so. Habe ich nicht gesehen. Dann halt kurz daran und nach oben. Aua. Wir leben noch. Alles gut. Warum bekommen wir als Hologramm eigentlich Schaden? Das verstehe ich nicht. So. Kurven schneiden. Ich habe vorhergesehen, dass ich das finden würde. Wir laufen hier oben einfach kurz drüber, auch wenn unten eine Brücke ist. Kann man hier rein? Ja, doch, hier kann man rein, das öffnet sich. Aber hier drin ist nichts. Aber unter uns ist was. Irgendwo. Wer hat den Stand dahingestellt? Komme ich nicht daran vorbei. Wir müssen da jetzt nur noch irgendwie runterkommen. Lebend. Wo soll das denn sein? Ich sehe da nichts. Irgendwo hier im Gebäude drin. Ach, da unten drauf. Und ich sehe da jetzt auch den Weg nach unten. Zum Körperstein hin. So nicht. Aber so. Okay, Kopfgeleger, du darfst es machen. Wo ist der denn noch? Warum ist der denn noch hier? Warum stehen die beiden denn immer noch hier vorne? Wir haben hier Arbeit zu erledigen. Hier werden keine Pausen gemacht. Oh, runter hier. Natürlich, das gehört zur Jagd dazu.
Und hoch. Reif. Okay. Dann könnt ihr jetzt da unten bleiben. Warum ist er hier? Warum ist er jetzt wieder dahin gelaufen? Hätte doch nicht sein müssen. Klon, weg da. Das hier in der Mitte ist der letzte Ort, den wir machen. Das Innere vom Gebäude. Wir gehen jetzt erstmal hier vorne hin. War hier oben nicht irgendwie? Ja, doch, da oben. Du, runter. Ein unendlicher Kreis. So, folgen nun. Mitkommen. Na, und jetzt gehen wir da nie wieder hin. Und sie folgen uns. Zwar langsam, aber sie folgen uns. Müssen wir da nur noch hochkommen. Ganz einfach. Keine Chance. Dafür brauchen wir nicht mal den Schrottsammler. Den Tastenräuber. Bin netzt. Netze habe ich hier gar nicht gesehen. Nirgendwo. Haben wir nicht gebraucht. Geht auch ohne. Gut, hier würde ich gerne einen Doppelsprung machen. Ja, hierfür brauchen wir doch nicht mal eine Kiste. Es geht ganz einfach so. Ja, noch. Wir versuchen es nochmal. Eine Kiste brauchen wir vielleicht. Kann ich die hier vielleicht draufstellen? Irgendwie, wenn wir die drehen. Ich sehe leider nichts. Also eigentlich wird es ja reichen, wenn wir jetzt das gleiche nochmal machen. Oh. So, wir haben uns eine Treppe gebaut. Das gehört Stimmgabel. So, was haben wir hier? Eine Kleinigkeit für jemanden mit meiner Macht. Dort drin ist sogar ein Schlüssel. So, links, links, unten, links. Also ein Code ist da drin. Kein Schlüssel, ein Code. Ein Schlüsselcode. War das richtig? Feind identifiziert? Achso, nicht wir. Dann ist gut. So, jetzt sind wir wahrscheinlich Feinde. Oh. Schraubenschlüssel gesehen, 9PO? Warum ignorierst du mich immer? Ich kann hier sicherlich behilflich sein. Wenn wir das schon machen? Nee, dafür brauchen wir beide Hälften. Sieh nur, ein neuer Kunde. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Und da drin ist sogar ein Schiff. Das war äußerst unangenehm. Kannst du ein wenig rücken, 9PO? Du stehst da genau vor dem Sicherheitsgitter. Ach verdammt. Ganz vergessen. Das war nicht so ignorant. Dann holen wir uns das mal. Unterkunft in Tour 0. Waren wir da nicht schon mal? Kommt mir so bekannt vor, als ob wir dort schon mal gesammelt haben. Aua. Mach. Ich kann hier sicherlich behilflich sein. So. Das ist auch ein Hologramm. So, geh da weg. Wir schalten die Laser ab. Jetzt nicht, jetzt gar nicht mehr.
Hat schon gereicht, dass du deinen nicht funktionierenden Freund getötet hast. Mehr brauchen wir nicht. So, Schiff. Gut. Protokollprobleme. Oh, da oben noch. AA9 Fracht. Das ist ein Großkampfschiff. Das sieht zumindest aus wie ein sehr großes Schiff. Nein. Ist es nicht. Kannst du mir mal verraten, was das soll? Hör auf, uns anzugreifen, Klonsoldat. Wie kommen wir jetzt da hoch? Ah, hier vorne. Hier vorne sieht es so aus, als ob hier der Weg nach oben ist. Geht wen anders angreifen. Die Eckmarkise. Dann dort unten noch. Okay, dann stellen wir da das drauf. Dann kommt nicht du. Dann kommt da das drauf. Bleib drauf. So, bleib drauf. Wird so. Nicht gut. Jetzt bleibt doch da drauf. Das eine schaffen wir beim ersten Versuch und das jetzt hier nach 7. Ne, keine Ahnung, ich habe nicht mitgezählt. So, das bleibt sogar besser liegen. Und dann ist der Kalbestand offen. Das gehört dem Ziel. Pitsche-Patsche. So, 18 Kaiberstände haben wir sogar schon. Und bisher mussten wir kein Mal für irgendwas den Planeten verlassen. So, dann einmal hochklettern. Okay, dieser Stein fliegt anscheinend. Großer Fels, kleiner Stein. Ja, der Fels fliegt. Was ist hier drin? Gar nichts. Überhaupt nichts. Dann... Ah, okay, doch. Da war, glaube ich, meine Mission. Vor sehr langer Zeit. Und wie sollte ich da runterkommen? Oh, das kann man einfach zerstören. Die dunkle Seite der Macht wird nicht diese Aufgabe meistern. Wir gehen da mal nicht zu nah dran. Machen das lieber von weiter weg. Ah, hier, Leiter. Und wieder nach oben. Ah, okay. Was ist das? Ein Museum? Irgendwie sowas vielleicht? Naja, oh. Oho, das ist ein Museum. Was finden wir denn hier alles? Hier ist ein Kalberstein. Bezahlt zu werden, passt mir gut. So, wir gucken uns das mal kurz an. Hier ist irgendein grüner Stein. Keine Ahnung, woher der kommt. Da ist ein silberner Stein. Da ist ein roter Stein. Hier ist ein blauer Stein. Da ist ein goldener Stein. Und hier ist eine goldene Schatztruhe. Teile davon kommen auch bestimmt. Also bestimmt sollen das Anspielungen sein auf andere Lego-Spiele. So.
So, was haben wir hier? Ah, die Datenkarte, sehr gut. So, haben wir. Was können wir uns damit denn mal kaufen? Achso, Retro-Modus. Machen wir wieder aus. Erstmal. Die Hinweise dort rechts, die kann man ja auch ausschalten. Vielleicht sollten wir das bald mal machen. Ach ja, toll, wir hätten auch hier einfach weiterlaufen können. Naja, aber vielleicht sollten wir die, könnten wir die mal bald ausstellen. Wir haben jetzt, glaube ich, schon jede existierende Hilfe mehrmals gesehen. So, das dort vorne ist noch nicht, ist nicht in diesem Gebäude. Dann gehen wir dort mal kurz nachgucken. Hier unten. Hier unten, dann springen wir da mal kurz runter und sammeln den Körperstein ein. Der Stein, der unter der Treppe wohnt. Dort oben. Aber ich sehe da auch schon einen Weg, der uns nach oben bringt. Uns möglicherweise nach oben bringt, wollte ich zuerst sagen. Den Satz habe ich aber dann doch wieder abgebrochen. So, wie bekommen wir das auf? Wir benutzen das hier erstmal. Ah. Okay, wir stellen die Pflanze da mal drauf. Nein, bleib drauf stehen. Ah, nee. Wäre gut, wenn ihr da mal alle weggehen könntet, dann würde das auch funktionieren. Alle herkommen. So, so einfach. Geht das nicht. Dann nicht die Lampe. Die Bank hier nehmen wir uns. Die kleine Bank. So, das funktioniert doch besser. Dann nehmen wir uns noch eine zweite. Und setzen sie da drauf. So. Und weiter nach oben. Wofür machen wir das eigentlich? Ich kann doch da einfach ganz schnell hoch und den Körperstein holen, oder etwa nicht? Na gut, mit dem Imperator, der nicht weiß, wann man einen Doppelsprung richtig ausführt, geht es natürlich nicht. Ein hübscher Kopfgeldjäger. Aber mit Jango Fett, mit dem Jetpack geht das natürlich. Hoffentlich. Wenn nicht, dann holen wir uns den Gleiter. Ja, hier. Doch, geht. Ja, was nun? Das ist natürlich jetzt ganz blöd. Funktioniert wohl doch nicht so einfach. Er steht hier immer noch hier oben. Kann ich mir vielleicht hier irgendwas hochholen? Ja, hier die Bank. Ja, fast. Ganz knapp. So ist drauf.
Wir holen uns mal noch eine dahin. Nein, nicht alle zerstören. Wir brauchen die. Die sind wichtig. Wir holen uns da, glaube ich, mal zwei hin. Ich glaube, genau zwei brauchen wir auch noch. Und dann hoch. Und zwar schnell. Oh, ich glaube, wir stehen ein bisschen zu nah, oder? Ey, wie soll ich da denn rankommen? Ich kann ja alles greifen, nur nicht die... Ja, doch, jetzt. Kaputt. Na, jetzt bin ich wieder unten. Na egal, dann stellen wir die ein bisschen weiter dahin. Dann holen wir uns noch eine runter von der Bank. Und nochmal nach oben. So, komm hoch. Ah doch, da konnte ich dir gerade. Nein. Wieder weglegen. Da, so. Ist da oben. War ganz kurz oben und ist die nächste auch schon wieder kaputt. Wir bringen die eine jetzt erstmal nach oben. Vielleicht kommen wir jetzt auch schon mit der einen da an den Kalberstein ran. Oh, runter mit dir. Was macht der denn hier oben? Fährt der das linke hoch? Oh, nicht runterfallen. Ja, der fährt das hoch. Hallo, hallo, hier hoch, fahr hoch. Ich hoffe mal, der Imperator ist da immer noch oben. Ach stopp, so muss ich doch gar nicht, oder? Doch, muss ich. Ja, aber er steht da immer noch drauf. Sehr gut. Dann bleibt da. Dann kommt Jango Fett jetzt hier unten hin. Nein. Hier hin. Und er kommt auf den... letzten. Mit denen er jetzt warten muss. Ja, auf die Bank da wegzudrücken. So, jetzt stehen hier alle drauf. Und was nun? Bringt ja überhaupt nichts. Ich komme da trotzdem nicht weiter hoch. Aha, doch. Ich komme weiter hoch. Ich weiß nicht mal, ob ich das richtig mache. Ich glaube, ich habe das von Anfang an falsch gemacht. Egal. Solange wir jetzt gleich weiter nach oben kommen. Nein, komm hoch. Ja, komm zu mir hoch. Noch weiter. Warum fährt er denn jetzt nicht mehr nach oben?
Da ganz unten soll man aufhören, da drauf zu stehen. Vielleicht bringt das ja irgendwas. Ja! Nein, du bist doch... Du bist doch... Mann. Wir haben es geschafft und der Imperator verlernt wieder seinen Doppelsprung. Warum kann er das manchmal nicht? Ist doch ganz einfach. Ich glaube, der weiß nicht genau, was ein Doppelsprung ist. Doppelsprung machst du nach dem ersten Sprung. Was macht er manchmal? Direkt den Doppelsprung als erster Sprung. So, den Hyperlift benutzen. Weil das lang genug dauert. Ist ja vorne vielleicht noch irgendwas, ein Secret oder so? Nee, Sackgasse. Na gut. So, das hat lange Du hast die Bank da eben weggedrückt. Du hast es ja nicht verdient, oben zu stehen. So. Aber... Hier... Dann bleib halt hier. Hier werde ich dann jetzt erstmal diesen Part beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Und dann bis zum nächsten Mal.